Wie die Medienbranche in 5 bis 10 Jahren ausschauen wird, erklärt uns jetzt der Futurist Gerd Leonhard. Herzlich willkommen. Ja, ich möchte mich zuerst bedanken, dass ihr noch hier seid, weil es war doch ein langer Tag und mehr Slides, als ich in meinem halben Leben gesehen habe vorher. Aber leider kann ich euch meine Slides jetzt nicht ganz ersparen. Ich versuche es aber doch etwas aufzulockern. Ich lebe seit 10 Jahren in Basel. Ich war Musiker in Amerika früher und Internet-Entrepreneur. Meine Hauptaufgabe ist heute eine Aufgabe, wo manche Leute sagen, was in der Welt ist ein Futurist? Das ist, gut, auf Englisch weiß man durchaus, was ein Futurist ist. Auf Deutsch gibt es das eigentlich gar nicht. Futurologe oder Zukunftsforscher, noch schlimmer. Ja, aber IBMs Chef hatte sicherlich nicht recht, wenn er sagt, I think there is a world market for maybe 5 computers. Also ein bisschen Foresight, wie man auf Englisch sagt, ein bisschen Vorausschau zu haben, ist eine gute Sache. Es geht nicht um Predictions, ja, um Dinge zu erkennen, die keiner kennt, was natürlich nicht machbar ist. Mein Job ist vielmehr dieser Job. Diejenigen von euch, die Kinder haben, die wissen genau, wovon ich rede. Das chinesische Sprichwort sagt, if you want to know the future, ask your children. In diesem Fall ist das mein Job, einfach zuzuhören. Wir machen das für viele Firmen weltweit, 100 verschiedene Firmen, inklusive auch welche hier in der Schweiz. Und zur Einleitung möchte ich sagen, ganz wichtig, glaube ich, für euch, die halt eigene Betriebe haben, eigene Betriebe leiten. Ja, if Henry Ford had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Wir können oft nicht einfach jemanden fragen und sagen, stellt euch vor, wenn, und dann eine Antwort erwarten, denn ähnlich wie Steve Jobs, die Konsumenten wissen nicht unbedingt, dass sie ein iPad brauchen oder ein Touchscreen oder ein Kindle, ja, oder ein selbstfahrendes Auto. Das sind Dinge, die wir uns selber überlegen müssen, bevor es soweit ist. Und deswegen ist auch das Vorausschauen so wichtig. Thema Vorausschauen, in meinem Alter ist man natürlich Blade Runner Fan, falls ihr den Film kennt, Blade Runner. Ein paar Dinge, die von Blade Runner rückwärts wirkend sehr wichtig sind. Technologie, haben wir ja den ganzen Tag von gehört. Nicht wirklich wichtig im Sinne von dem, was uns antreibt. Wir sind ja keine Roboter, wir sind Menschen. Also Technologie ist nicht unbedingt ein Input. Digitale Rechte, da haben wir gerade von gehört, ich werde gleich darauf eingehen. Konsumentenverhalten, was Konsumenten wirklich machen. Und das Schlimmste und das Beste, die vernetzte Gesellschaft. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die vernetzte Gesellschaft weltweit sind 2,2 Milliarden Leute, bald werden das 5,6 Milliarden Leute sein, die auf Handys, aufs Internet gehen. Und ein Großteil von denen natürlich nicht hier, sondern in Brasilien, Indien, China, Russland, all die Plätze, die bisher dort nicht gut bedacht waren. Wir können in der vernetzten Gesellschaft unmöglich einen Kontrollanspruch aufrechterhalten, den wir in einer unvernetzten Gesellschaft hatten. Wenn wir das tun, können wir nach China ziehen. Wenn wir das tun, werden wir die vernetzt sind, kriminalisieren, wie wir es bereits genug getan haben. Hat die Kriminalisierung von Leuten, die das Internet nutzen, uns irgendeinen Nutzen gebracht, finanzieller oder anderer Art, außer natürlich den Anwälten? Antwort ist nein. Da möchte ich gleich nochmal drüber reden, aber die vernetzte Gesellschaft sicherlich hat das zentrale Thema Kontrolle. Bisher war unser Mantra schlicht und ergreifend, desto mehr Kontrolle, desto mehr Geld. Und ich kann euch versichern, ich bin 50, ich verstehe das System sehr gut. Ich hätte auch gerne wesentlich mehr Kontrolle über, wie ihr meine Bücher kauft, wenn ihr sie kauft, was ihr dafür zahlt. Aber die Tatsache ist, ich bin besser dran, meine Bücher auf dem Internet umsonst wegzugeben und mein Geld andersweitig zu verdienen, aber eben auch mit verkauften Büchern. Leute kaufen meine Bücher als Kindle-Format, obwohl das PDF umsonst auf dem Internet ist. Stellt euch vor. Kontrollverlust bedeutet heutzutage nicht mehr Geldverlust. Wenn wir sagen, wir müssen unbedingt Kontrolle zurückbekommen, um mehr Geld zu verdienen, sind wir auf dem Holzweg. Ja? Wir werden nämlich da nur dahin kommen, wo wir gar nichts mehr bekommen. Wir kommen in eine Situation, wo Kontrolle wichtiger ist als Geld. Nicht zu sagen, dass Geld am wichtigsten ist. Die Welt wird immer schneller, das ist ganz klar, das wissen wir alle. Hier ist ein Beispiel, wie schnell sie geworden ist. Wie soll das fahren? Jackson! Wie soll das sein? Dude. Is this Chile? Also man kann da erkennen, dass die Welt ist schon ziemlich verrückt geworden, wenn man auf dem Motorrad texten kann.
nicht mehr im Auto, sondern auf dem Motorrad. Ja. Wir leben sicherlich in einer Welt, wo das Internet uns oft verschluckt. Durch die Geschwindigkeit und durch den Krach, der dort stattfindet. Ja. Der Creative Noise, ja, die Global Village, wie Marshall McLuhan sagt. Jetzt gibt es Bewegungen zum sogenannten Digital Detox, also die Entziehungskur. Es gibt in der Korea bereits 42 Zentren für Entziehungskur vom Internet. Ja. Ich weiß, in der Schweiz haben wir, glaube ich, noch keins. Vielleicht legen wir dann eins in Arlesheim an, wo ich wohne. Aber die Digital Detox ist bestimmt ein großer Trend. Ich glaube, auch unsere Zukunft wird auch Ausstecken beinhalten. Und nicht nur für Ältere. Ausstecken, weil wir es brauchen, weil das eine ganz andere Ebene von Konsum ist, was wir auch mit berücksichtigen müssen. Trotzdem ist es aber so, wenn wir die Zahlen hier anschauen von der total vernetzten Welt, in der wir gehen, das sind jetzt Zahlen von Network Use, also von Cisco, wie viel Saft durchs Netzwerk gehen. Ja, da müssen wir sehen, die ganze Welt wird vernetzt. Dieser Graph zeigt, 50 Billionen Dinge werden in 3 Jahren auf dem Internet vernetzt sein. Also nicht nur Handys und Computer, sondern auch Jacken und Brillen und Autos und Essen und die Kühlschränke. Das ist nicht so weit gedacht. Science Fiction? Ich glaube nicht. Ich glaube, 50 Milliarden vernetzte Dinge. Ich glaube, die Zukunft, in die wir hier anschauen müssen, was Content und Medien betrifft, was Produzenten betrifft, ist, dass es darum geht, dass wir flüssig sind, liquid. Ja, dass das, was wir anbieten, wirklich durchfließt von der Kreation bis hin zum Nutzen, dass es funktioniert. Desto mehr Hürden wir hier aufbauen, desto schlimmer wird das Endresultat, nämlich kein Nutzen oder eben Nutzen, ohne dass es durch uns fließt. Wenn wir uns vorstellen, dass Netflix in Amerika, die größte Online-Videofirma der Welt, mittlerweile über 28 Millionen User hat, die $10 im Monat freiwillig bezahlen, dann können wir doch nicht im Ernst behaupten, dass Leute nicht willens sind, Geld zu zahlen für Content. Dann müssen wir doch einfach der Tatsache ins Auge sehen, wir haben vielleicht irgendwas falsch gemacht. Haben wir was falsch gemacht, indem wir es nicht flüssig genug gemacht haben, zum Beispiel hier mit unseren guten alten DVDs, ganz klar Spotify, Netflix und so weiter, geht in eine ganz andere Richtung. Und ja, die Antwort ist, heutzutage kriegen wir von Spotify, Simfy und YouTube nicht genug Geld. Aber das haben wir am Anfang von Google auch gesagt. Das haben wir auch am Anfang von Facebook gesagt. Facebook wird an die Börse gehen und $100 Milliarden einfahren an der Börse. Milliarden, glaube ich, ja, nicht Billionen. Also, wir müssen davon ausgehen, es wird schon kommen. Die Werbung ist immer 10 Jahre hinter den Konsumenten. Wissen Sie, wie viel Geld weltweit für Werbung ausgegeben wird? Weiß jemand? 560 Milliarden im Jahr, um uns irgendwas zu verkaufen. Plus ungefähr 400 Milliarden im Jahr für Marketing, sogenannte Public Relations und andere Arten von Lügereien. Eine Billionen hier wird ausgegeben dafür. Wenn wir glauben, dass wir diesen Werbetopf nicht anzapfen können mit diesen Mitteln, dann werden wir sicherlich kein Geld verdienen. Denn Content wurde immer zum Großteil über Dritte finanziert. Über Werbung, über Steuern und natürlich auch direkt durch Abos. Stellen wir uns vor, das Kabelfernsehen in Amerika wäre am Anfang nicht subventioniert gewesen. Es kostet wesentlich mehr als $12, dass ich mein Kabel bei euch in den Boden lege, damit ihr Kabelfernsehen gucken könnt. Trotzdem haben die Firmen es jahrelang für $12 gemacht, in der Hoffnung, dass durch diesen Gratiszugang ich das genug attraktiv finde, um irgendeinen Boxkanal zu kaufen oder Autorennen. Das, was wir auch gemacht haben natürlich. Im Endeffekt hat jeder amerikanische Bürger die Rechnung auf $85 im Durchschnitt pro Monat ist die Kabelrechnung. Können wir da allen Ernstes sagen, entweder du zahlst oder du kriegst nichts? Da müssen wir sagen, das hat noch nie funktioniert. Das können wir auch auf dem Internet nicht anwenden. Wir gehen ganz klar in unserer Gesellschaft von Kopie zu Zugang. Und da werden viele von uns sagen, das ist schlecht für mich. Meine Bücher, meine Filme werden kopiert. Stimmt. Können wir diesen Teufel in die Flasche zurückstecken? Können wir wie damals die Hufeisenmacher, wie sagt man, Horseshoe Makers, ja? die Pferde beschlagen, ja, Pferdehufe, ja, ihr wisst, was ich meine, die das gemacht haben. Die haben sich auch nicht über die Eisenbahn gefreut.
Denn die Eisenbahn hat gesagt, wir brauchen keine Pferde mehr. Haben wir noch Pferde? Wir haben noch Pferde, aber dieser Job ist weg. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Kopie in der Zukunft nicht mehr so existieren wird als Geldverdiener. DVDs, CDs und Downloads, Individual Downloads. Also wir gehen in diese Richtung von einer Kopierökonomie zu einer Zugangsökonomie. Und das ist gute Nachricht für alle kreativen Produzenten, für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Denn die Kosten des Vertriebs waren früher ein Großteil der Kosten, die verursacht wurden in dem Prozess des Vertreibens. Also das Ganze drumherum hat mehr Geld gekostet, als das, was ich verdient habe. Der Lastwagenfahrer von meiner CD, habe ich mal ausgerechnet, als Musiker, hat mehr Geld damit verdient, als ich als Produzent und Musiker auf dieser CD. Weil die Kosten so hoch sind physisch. Also wir müssen uns ganz klar fragen, besitzen und kopieren wird durch Linken und Benutzen ersetzt. Und das ist gute Nachricht. Es ist deswegen gute Nachricht, weil endlich diejenigen, die es wirklich herstellen, die wirklich kreativ sind, im Sattel sitzen und sich verknüpfen können mit denen, die es wirklich brauchen und wirklich konsumieren. Wenn Seth Godin sagt, ich schreibe mein nächstes Buch und ihr könnt das online kaufen für $1 auf dem Kindle und er verkauft 15 Millionen, dann ist das was anderes, als wenn er das verlegt und verschifft weltweit auf Papier, was natürlich auch Bäume kostet, ja, und die Hälfte wieder zurückgeht und er 10 Millionen verdient. Das ist ein ganz direkter Vorgang. Wir werden in der Zukunft, in den nächsten 5 Jahren schon, immer mehr Inhalte over the top bekommen. Also nicht durch das Kabelnetz, sondern über das offene Internet. Und wir können als Rechteinhaber oder als Produzenten sagen, das ist keine gute Idee, weil durch das Kabel verdienen wir das Geld. Wir haben Kontrolle über das Netz. Uns gehört das Netz und der Zugang. Good luck. Die Konsumenten werden das tun, was sie tun wollen. Das haben sie bis jetzt auch getan. In der Musikindustrie sehen wir nach 10 Jahren von 57.823 Verklagungen weltweit von Konsumenten, nehmen wir nach 10 Jahren wahr, dass die Musikbranche sagt, oh Moment, jetzt könnten wir ja doch einen Streaming-Service anbieten, Simfy, Spotify, so wie wir damals schon wollten, 1998 mit Napster. Wie viele Trillionen sind da verloren gegangen? Dinge ändern sich. Wenn wir das Thema News vom Thema Paper trennen, würden wir sagen, vielleicht gibt es kein Paper mehr, aber es wird News geben. Ist das so ein Problem? Für uns nicht, wenn wir kreativ sind. Was brauchen wir Paper? Paper wird es immer geben in irgendeiner Art und Weise, On-Demand-Printing und so, sicher. Aber ganz sicher werden wir in 20 Jahren nicht die New York Times in unserem Rucksack rumschleppen, wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Wann und wo? Das müssen wir uns überlegen. Wir sind jetzt, wie Kevin Kelly sagt, der Gründer von Wired Magazine, der sagt, wir sind People of the Screen. Das haben wir heute gesehen, wir sind People of the Screen. Wir sind nicht People of the Book. Schade eigentlich, weil ich liebe Bücher, ich habe viele Bücher, aber das bedeutet auch, dass wir People of the Access sind, nicht People of the Copy. Wir kopieren nicht mehr, sondern wir kriegen Zugang und wir sind dafür bereit zu zahlen. Major League Baseball, Netflix, LinkedIn ist auch Content, ja, wir sind der Content. Ja. Skype, kein Inhalt in dem Sinne, aber wir zahlen freiwillig, Skype ist umsonst. Skype hat letztes Jahr $600 Millionen verdient. Kevin Kelly sagt auch, if copies are free, you need to sell something that can't be copied. Das ist unser Rezept. Wozu stellen wir uns hin und sagen, jetzt aber mal langsam, lass mal die Copies wieder nicht free machen. Okay. Ich würde auch gerne die Eiszeit zurückrollen vielleicht, aber es wird nicht funktionieren. Wir können es versuchen, wir haben es versucht, aber funktioniert nicht. Wir werden auch neue Technologien finden, wie diese hier, Motion und Gesture Control. We thought, this would be fun to play with. And it was. But something amazing is happening. The world is starting to imagine things we hadn't even thought of. Unexpected things. Stellt euch vor, was diese Technologie, Microsoft Xbox und auch viele andere in der Art und Weise bedeutet für die Möglichkeit, kreativ tätig zu werden und auch was dafür zu bekommen. Leute werden dafür bezahlen, dass sie in diesem Format Zugang bekommen.
Leute werden dafür bezahlen, dass sie spezielle Varianten davon sehen, spezielle Edits auf Chinesisch und mit anderen Künstlern. Das wird ganz sicherlich eine Zukunft, wo wir sagen, 3D und Hologramme. Zum Beispiel, die werden ganz klar, so wie wir das damals schon bei Star Trek sehen konnten, das ist unsere neue Realität. Damals schon bei den Wahlen in Amerika gab es schon Live-Hologramme. Was nicht das Gleiche ist, aber es wird alltäglich werden, sicherlich genauso wie 3D-Bildschirme ohne Gläser. Und sicherlich ist Content da King, aber was noch mehr King ist, oder ich würde sagen, es gibt ja eine königliche Familie, ja, ist Content und Kontext ist King. Ja, der Zusammenhang, die Wichtigkeit. Minority Report. Wir sitzen ja heute an einem Kontrollzentrum, was so viel größer ist, als der Präsident der Vereinigten Staaten hatte vor 10 Jahren. Das kommandieren wir heute mit unserem iPhone oder mit unserer Android-App. Die News, die wir sehen können, Minority Report, wird Realität. Wir werden Fenster haben oder Küchenfenster oder überhaupt Fenster, Oberflächen, wo wir unsere Realität mit korrigieren können, wo wir Filme gucken, wo wir twittern können, wo wir unsere Bankgeschäfte machen, wo wir mit dem Computer reden. Dieser ganze Tech-Kram, der ist sicherlich total gut für uns, aber wir müssen uns überlegen, wie genau wird das funktionieren in der Zukunft mit den Interfaces, wie werden Leute das zugehen. Es wird ein Natural User Interface geben, statt ein Graphic User Interface, wie wir schon kennen, von dehnbaren Handys, von Projektionen auf Brillen. Ja, nicht, um euch noch weiter zu entführen in die Realität. Im Endeffekt ist es so, 2020 sind Medien überall und immer. Und das kann nur gute Nachricht für uns als Medienmacher sein. Wenn wir uns endlich selbst aus dem Weg gehen, um den Leuten zu sagen, wie genau sie das denn machen sollen. Wie es uns am besten zu unserem alten Geschäftsmodell passt und zu den Top 1% der Leute, die damit Geld verdienen. Ich glaube, das ist die wirkliche Frage. Wenn wir uns überlegen, dass in der Zukunft ich meinen Kühlschrank programmieren kann, dass er nach Milch ruft, wenn er die braucht, was es auch schon bereits gibt, ja, oder dass Audi sagt, the future is apps. Da habe ich eine Demo gesehen, wo jemand in Chinesisch gesprochen hat, in ein Handy, und es kam Englisch auf der anderen Seite raus. Stellt euch vor, was das für die Zukunft der Medien bedeutet. Alles das, was wir jetzt tun, was das für die Zukunft auch bedeutet, von wenn die Sprache keine Barriere mehr ist. Sicherlich auch ein furchterregender Gedanke, was dann mit Lernen werden wird. Ja? Wenn ich in diese Scheibe sprechen kann und es kommt auf der anderen Seite auf Spanisch raus, muss ich dann noch Spanisch lernen? Das sind sicher auch Fragen, die mit Medien zusammenhängen. Dann die alte Frage von Maschinenintelligenz und von Singularity, also der Verstärkung des Menschen durch Technologie. Hier ein Beispiel. Das ist Apple Siri. Falls ihr es nicht kennt, also beim neuen iPhone kann man draufdrücken und kann Apple, kann das iPhone fragen, zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens oder ähnliche Dinge. Was ist der Sinn des Lebens? 42. Wo bist du? Wo du bist, da bin auch ich. Ich liebe. Also, das ist das neue iPhone, müsst ihr mal ausprobieren, weil man kann sagen, Machine Intelligence, okay. Aber es kommt ganz klar, wie Ray Kurzweil, der Gründer von Singularity, sich vorstellt, die totale Verknüpfung von Mensch und Maschine. Sicherlich auch für Medien ein interessanter Gedanke ist, wenn das Realität ist und ich kann mein Fernsehen mit meiner Stimme kontrollieren und dann die Bilder mit meinen Armen. Dann leben wir schon in einer anderen Welt, so wie die Welt in Korea jetzt bereits ist, dass der Englischlehrer ein Roboter ist. Ob das effektiv ist, weiß ich nicht, aber nur so als Beispiel hier. Wirkliche Digital Natives. Ja, man sagte immer, okay, Philipp und seine Altersgenossen, das sind die Digital Natives. Ja, aber hier sehen wir die wirklichen Digital Natives. Babys und Kinder mit iPads und anderen ähnlichen Devices, die sich bereits daran gewöhnt haben, wie das funktioniert, wie man so ein Stück Equipment manipuliert, was man damit machen kann und so weiter. Wenn wir uns das anschauen, müssen wir sagen, die Zukunft der Medien ganz klar ist ganz eng verknüpft mit Technologie. Wenn wir Technologie nicht umarmen, glaube ich, werden wir große Schwierigkeiten haben, da Geschäftsmodelle zu erfinden. Hier noch ein besseres Beispiel. Is it broken or what? Das Kind versucht, ein Magazin zu zoomen, weil es natürlich vorher ein iPad hatte. Ja? Kommen wir wieder auf den wirklichen Punkt hier zurück. Ja, dieser Punkt ist Kontrolle. Dieses Baby, dieses kleine Kind,
will Kontrolle darüber, was mit den Seiten passiert. Das gibt es im Magazin nicht, zum Glück, finde ich, aber so ist es in dem Alter, glaube ich. Kommen wir aber auf ein wirklich wichtiges Thema. Nicht die ganze Technologie. Das ist ein gutes Comic hier, was ich neulich auf dem Internet gefunden habe. Julian Assange ist der Gründer von WikiLeaks. Ja. Er sagt, I give private information on corporations to you for free and I'm the villain, also der Verbrecher. Und Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und reichster Mann der Welt bald, I give your private information to corporations for money. I am man of the year. Ja. Das Internet bringt Themen, die vorher noch nie da waren. Es geht nicht eigentlich wirklich um Technologie. Es geht um unsere Kultur, um Soziales, um das Zusammenleben, um die Gesellschaft. Hier ist ein gutes Beispiel. MTV wurde innerhalb von weniger als 20 Monaten von YouTube aus dem Wasser geblasen. Eine Firma, die seit 15 Jahren wirklich regiert in diesem Markt, auf einmal sagt eine, Kids sagen heutzutage, was ist MTV? Okay, man kann es immer noch gucken und so, aber YouTube ist da, wo alle hingehen. YouTube ist die Virtual Jukebox, ist die Party Machine, ja. MTV ist einer zu vielen und YouTube ist viele zu vielen. Ich meine, das Motto von YouTube, broadcast yourself. Wenn wir das vor 10 Jahren erwähnt hätten gegenüber MTV, hätten wir gesagt, was ist das schwachsinnige Idee, dass ich mich selber broadcast, das will ja keiner sehen. In meinem Fall stimmt das auch. Aber in vielen anderen Fällen stimmt das nicht, wie wir heute Nachmittag gehört haben. Diese Gesellschaft ist die vernetzte Gesellschaft. Und der zentrale Punkt ist hier, bei viele zu vielen habe ich mehr Kontrolle. Wir kontrollieren Facebook als User in dem Moment, wo Facebook zu uns kommt und unser Vertrauen bricht, delete. Wenn wir das tun, ist Facebook in 3 Monaten von der Börse weg oder gar nicht mehr hin. Wir können es. Wir können nicht einfach, vor 10 Jahren konnten wir nicht einfach Microsoft deleten. Ja? Es ging nicht. Wir hatten keine Wahl. Wir können auch nicht einfach Banken deleten. Ja? Aber in diesem Fall haben wir in der vernetzten Gesellschaft Kontrolle. Es bieten sich jetzt ganz neue Formate an, um kreativ zu sein. Kindle Singles zum Beispiel. Jeder, der mal ein Buch schreiben wollte, hat erfahren, dass wenn ihr an 300 Seiten Buch schreiben wollt, reden wir von mindestens 1000 Stunden Arbeit, zwischen 1000 und 5 Stunden Arbeit. Okay. Dieser Prozess kann jetzt gekürzt werden, wenn ihr wollt, und sagt, ihr schreibt ein Buch von 30 Seiten und es kostet $1. Okay, ist vielleicht Junk, Trash, wie wir eben gesagt haben, kann sein, aber ich kann es veröffentlichen und an 50 Leute verkaufen, das kostet mich nichts. Und die Leute auch nicht. Ist das ein Vorteil? Ich denke schon. Neue Formate, neue Kreativität, neue Kontrolle über das, was wir online machen, ist ein Vorteil. Viele Verlage sind natürlich erst dabei, dass sie sagen, das ist keine gute Idee, weil es verschmälert die Tatsache, dass sie mehr zahlen sollten, um ein Buch zu haben. Ich glaube nicht, dass wir diese Uhr zurückdrehen können. Ich glaube, diese Uhr geht vorwärts und Amazon ist einer der Künstler, der Leader hier. Das ist nicht mein Bildschirm. Das ist eine Sammlung von Dingen, die passieren, wenn man was machen will, was gemäß der Software nicht erlaubt ist. Apple zum Beispiel cannot play movie because of this output. Cannot play DVD region coding. Cannot make a ringtone. iTunes. Hunderte von Regeln, die uns, die eigentlich zahlen wollen, das Leben verübeln. Und ich bin einer von denen, der zahlt trotzdem. Aber es gibt Research, das sagt, 2% der westlichen Welt, wo das geht, iTunes zum Beispiel, nur 2% kaufen tatsächlich. Weil es eben so kompliziert und so schwierig ist, dass es einfach langfristig nicht für uns funktioniert. Hier ist ein Zitat zu diesem Thema von der Copyright Alliance von vor 3 Jahren. We don't want to encourage creativity that amounts to stealing other people's works. Unter dieser Definition hätten wir heute keinen einzigen Startup. Wir hätten heute auch nicht Walt Disney. Walt Disney hat nämlich seine Ideen aus Volksgeschichten genommen. Wir hätten heute auch nicht, wie der ehemalige CEO von mp3.com sagt, er sagt, the world streaming and the world download are not anywhere in copyright law. Und hier haben wir ein echtes Problem. Wenn der CEO von NBC vor 3 Jahren gesagt hat, the best way to combat piracy is to make content available. Intellektuell können wir das alles verstehen, aber emotional sagen wir oft, nein, das ist jetzt einfach, das ist mir viel zu offen und ich könnte ja vielleicht missbraucht werden. Wir brauchen in 2020
hoffentlich in 2015, nicht ein Copyright mehr, denn eine Kopie ist alles, was wir online tun. Jeder Stream, den wir uns anhören, ist eine Kopie. Jedes PDF, was wir verschicken, ist eine Kopie. Wir sind 98% Copyright Infringers auf dem Internet, ganz egal, was wir machen und wie wir es tun. Wir brauchen ein Rechtesystem in einer digitalen Ökonomie. Deswegen bin ich auch froh, dass hier in der Schweiz gerade vor ein paar Monaten die Regierung gesagt hat, dass es keine weiteren Gesetze bedarf, um das weiter zu regulieren, was Leute online machen dürfen. Rupert Murdoch, News Corp. Ich glaube, er ist was, 95? Nein, 87, glaube ich, ist er. Er sagt, Obama has thrown his lot with Silicon Valley paymasters who threaten all creators with piracy. Ich glaube, dass diese Art von Angstmache zum Thema, es geht uns gegen die und die Urheber gegen die Verwerter und so, vorbei ist. Und vorbei sein sollte. Letzte Woche war Wikipedia offline, tot. Und warum? Weil es in Amerika ein Gesetz geben sollte, was es illegal macht, unter irgendwelchen Umständen irgendwas von jemand anders zu benutzen, ob das ein Logo ist oder ein PDF. Und jeder, der im Verdacht ist, das zu tun, sofort die Webadresse weggenommen werden kann. Das Gesetz wurde nicht angenommen, beziehungsweise wurde gar nicht erst vorgelegt, weil es einen Wahnsinnsstrom auf dem Internet, habt ihr vielleicht gehört, das Thema SOPA. Dazu möchte ich nur eins noch sagen und dann wieder zurückgehen zum anderen Thema. Ein Zitat von Benjamin Franklin: Those who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Wenn es uns wichtiger ist, dass wir eine Industrie herausholen aus ihren Problemen und deswegen allen anderen zur Last fallen, dann glaube ich, sind wir selber schuld. Das ist ein ganz wichtiges Thema zum Thema Zukunft der Medien. Ich sehe hier ganz klar in unserem Kontrollsystem System Failure. Ich sehe hier die Zukunft sicherlich so, dass wir sagen müssen, wir müssen das akzeptieren, dass wir Konsumenten nicht dazu zwingen können, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Steuern, zu zahlen. Leute zahlen auf dem Internet mehr oder weniger freiwillig, aber sie zahlen, wie ich eben schon Beispiele genannt habe, wie wir auch schon heute gesehen haben. Aber ich muss einen Grund zum Zahlen geben. Ich muss auch einen Grund für die Steuer geben. Und der Grund ist ja auch gegeben. Wir lieben ja den Content, wir lieben, was es tut, zum Großteil. Im Vergleich zu England geht es ja hier sehr gut mit der Debatte um die Steuer. Ja, und es ist ja auch noch ein bisschen Geld da im Vergleich zu England. Also es ist ganz klar, dass wir einen Grund haben müssen, bezahlt zu werden. Und den müssen wir finden. Und da, glaube ich, ist die Wurzel in der Zukunft, wo wir sagen müssen, in 2015 werden wir akzeptierten Kontrollverlust haben. Wir werden sagen, okay, es funktioniert nicht andersrum. Wir müssen schauen, dann eben auch die andere Seite, ja, dass wir sagen, neue Einnahmen durch neue Erlaubnisse. Wenn wir mal weniger als 100 Jahre zurückgehen, zur Erfindung des Radio. Als Radio erfunden wurde, wurde gesagt, das Radio ist schlecht, weil das Radio ist gratis. Musiker, Verlage, Musikfirmen, die dort aktuell im Geschäft waren, haben gesagt, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, weil gratis Musik macht unser gesamtes Geschäft kaputt. Innerhalb von 10 Jahren weltweit war Radio ein Hit, jeder hat das Radio benutzt, aber es war immer noch illegal. In Amerika zum Beispiel gab es eine Supreme Court Entscheidung, die gesagt hat, es kann nicht sein, dass 99% der User benutzen, aber es illegal ist. Ihr müsst es zulassen, aber es gibt eine Gebühr. Eine Gebühr, die möglich ist. Genau das Gleiche passiert auf dem Internet. Alle nutzen, es gibt keine de facto wirklich gute Erlaubnis für viele von diesen Nutzungen. Wir müssen Erlaubnis erstellen, wir müssen Gebühren erstellen, die möglich sind. Wir müssen Industrien wachsen lassen und ich glaube, so kommen wir auch zur Zukunft der Medien. Facebook, das wichtigste Ereignis dieses Jahr, wenn es dann doch stattfindet im März, der Börsengang von Facebook. Und es gibt noch 3 oder 4 andere Firmen in der Größenordnung von Facebook, QQ zum Beispiel in China. Soziale Netzwerke sind die neuen TV-Sender. Die senden deswegen, weil momentan senden sie mich zu euch und euch zu mich und ich mache Videos und Fotos und das ist auch ein Senden, ja, aber in der Zukunft, wenn Facebook an die Börse geht
und 100 Milliarden Dollar an der Börse bekommt, könnt ihr euch vorstellen, wer Fernsehrechte kaufen wird? Ja, wer Musikrechte kaufen wird? Wer zum Sender wird, ohne Kabel zu haben und ohne Satelliten zu haben? Und ohne diese Kosten zu haben? Und die beste Werbeplattform der Welt nach Google oder mit Google. Das ist eine Veränderung, die wir weltweit sehen werden, nicht nur mit Facebook, sondern auch QQ, Orkut und viele andere weltweit. Soziale Netzwerke sind die neuen Sender. Wir müssen dort ein Modell finden, wie die bestehenden Sender, vor allem die öffentlich-rechtlichen, sich ganz eng damit verbinden und überlegen, wie können wir weiterhin relevant bleiben und unseren Content hinzufügen. Social Programming haben wir schon darüber gesprochen. Ich sehe in der nahen Zukunft einen Programm-Guide mit einem Facebook-Button, ja, wo ich sehen kann, was meine Freunde schauen. Das kann ich jetzt schon auf Spotify, das beste Tool überhaupt. Ja. Ich kann auf Spotify sehen, was meine Freunde gerade hören auf Spotify, weil es ein Musikservice, ja, und kann mir diese Songs auch ansehen, wenn ich denke, dass der andere einen guten Geschmack hat. Und natürlich werden wir selber zu Inhalten. Diese Inhalte, wo wir sagen, Like, 5 Sterne, nie wieder angucken, Link per E-Mail schicken, das sind Inhalte, das nennt man Meta-Content. Diese Inhalte sind Geld wert, die sind Mehrwert wert. Das ist das, was Farmville und Facebook und so auch bewegt. Das Problem dabei ist, dass natürlich in gewisser Weise öffentlich, also public, der neue Standard ist. Wir sind alle jetzt öffentlich als Standard. Also alle, die unterwegs sind auf dem Internet, sind de facto ein öffentlicher Standard. Ihr könnt mich nachsehen auf LinkedIn, ich kann euch nachsehen. Wir sind transparent, in gewisser Weise natürlich bis zu einem bestimmten Level entsteht eine Art von Nacktheit. Das Bild von der New York Times hier tut es am besten ausdrücken. Ich glaube, da müssen wir in der Zukunft ganz klar gucken, was bedeutet das, wem geben wir das, welche Möglichkeiten gibt es. Ich habe neulich Abend meine gesamte Facebook-Geschichte runtergeladen, 2,5 Gigabyte. Das kann man jetzt bei Facebook, das hat eine Weile gedauert, ja, um zu gucken, was eigentlich da drin ist. Und es ist ganz klar, dass ich auch bereits so blute. Aber in einer kontrollierten Art und Weise, weil eben nicht alles von mir auf Facebook, also meine Kinder, meine Frau werdet ihr dort nicht sehen. Aber trotzdem ist es ganz klar ein neuer Standard. Da wird es auch ganz sicherlich Handlungsbedarf geben. Nicht legalen Handlungsbedarf, sondern erzieherischen Handlungsbedarf, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Wir können ja jetzt schon irgendwo in der Bar gehen und jemand einscannen und das Gesicht erkennen. Das kann die Google Android App bereits, obwohl es meistens gesperrt ist, aber es geht. Ja. Und dann können wir sagen, okay, wir können die Personen erkennen oder denen ihre Metadaten sehen. Ich sage immer, Daten sind das neue Öl. Ist leider nicht von mir, aber ich benutze es trotzdem. Ich habe es quasi annektiert. Das neue Öl, weil Daten sind jetzt so wichtig geworden, mit diesen Daten können wir umgehen und auch was zurückverlangen. Das ist ja der Facebook-Deal, ja, und auch der Google-Deal. Ja. Diese Daten sind unser Öl. Und dieses Öl gehört nicht 3 oder 4 weltweiten Konzernen. Jedes einzelne Quellchen von Öl gehört uns. Und ich glaube, dass wir da auch ganz klar sehen müssen, in der Zukunft, in dieser Verwirrung von dem, was stattfindet, was Medien betrifft, ist eine wichtige Aufgabe der Medien, eben das genau zu erleichtern, dieses Symptom zu verhindern, wie Nick Oponte sagt vom Media Lab, we don't want 1,000 channels, we want the one to watch. Trotz der Möglichkeit, dass wir uns untereinander verknüpfen, werden wir weiterhin auch noch Möglichkeiten brauchen, wie wir uns gegenseitig finden können, um den halben Tag damit Links zu verbringen. Ja, also Filtern und Kuration, nicht der Vertrieb, sondern das Filtern, das Aussuchen und die Kuration ist die Zukunft. Wir sehen auf dem Internet natürlich zahlreiche Dinge, die das belegen, was mit Kuration anfängt und die ganzen verschiedenen Mechanismen dazu und so weiter und so fort. Der Keypunkt hier ist auch, möchte ich noch mal ganz klar machen, hier in der Schweiz, in meinem neuen Zuhause und in der Landschaft, die wir hier haben, es geht um Vertrauen. Business ist Vertrauen, Einnahmen sind Vertrauen, Finanzierungen sind Vertrauen, Geschäftsmodelle beruhen auf Vertrauen, vor allen Dingen jetzt auf dem Internet noch mehr als vorher. Ich komme jetzt zum Schluss, weil ich glaube, ich muss zum Schluss kommen, oder? Okay, ihr nickt schon ganz hinten. Okay, ganz kurz zum Schluss. Wir hatten es heute schon angegangen. Ich glaube, die Zukunft auch von Fernsehen und Kommerz, von Verkaufen, ist ganz sicherlich super interessant, wie auch heute schon dargelegt wurde. Die Metadaten vom Fernsehen zu benutzen, um verkaufsfördernd tätig zu werden, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das ist ja, glaube ich, mehr oder weniger freiwillig gedacht.
das sind ganz klare Dinge, die stattfinden werden in der Zukunft. 560 Milliarden Dollar Werbung wird neu erfunden von der primitiven, dummen Fernsehbox, die nicht wusste, wer wir sind, zu einem interaktiven Fernsehen, das genau weiß, wer wir sind, woher wir kommen und was wir sehen, was natürlich auch besorgniserregend sein könnte. Aber ich glaube, dass da in der Zukunft ganz sicherlich große Möglichkeiten sind. Werbung wird als Inhalt neu erfunden. Ich komme zum Ende. Wir haben momentan Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel Surface Skimming, was man in Amerika sagt, also dass wir immer nur oben drüber gehen und nicht mehr tief. Ganz sicherlich ein Problem heute. Oder die digitale Isolation, dass wir nur mit Leuten reden, die in unserem eigenen Kreis sind. Ja. Das sind alles Symptome heute, wo wir sagen, das ist furchtbar. Oder auch nicht, je nachdem, ob ihr drin seid oder draußen. Das sind Kinderkrankheiten. Aber nach den Kinderkrankheiten wird es natürlich noch ganz viel radikalere Themen gehen, die eher im Bereich von Science Fiction momentan noch liegen. Ich lasse euch mit einem Zitat von Steve Jobs, rest in peace, der hier sein eigenes, wie heißt das, Fotobooth ausprobiert. Ja, er sagt, stay foolish, stay hungry. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir vor allen Dingen in der Schweiz sehr gut brauchen können. Wir müssen mehr foolish und mehr hungry sein. Ich danke euch vielmals für Zuhören. Herzlichen Dank. Gerd Leonhard, bitte. Danke. Auch noch schnell an die Theke. Wenn ich da unterwegs bin, vielleicht gerade mal so die erste Frage. Wir sind ja jetzt da auf einem Fernsehgelände, öffentlich-rechtlichen Fernsehgelände. Wir sind hier beim TPC, wir sind die Produktionsfirma. Wir hatten beim letzten Media Future Day am Schluss jemand von der IBM, der uns prophezeit hat, dass wir in 20 Jahren 80% sind arbeitslos. Er hat uns genau erklärt, warum. Es hat dann viel Bewegung gegeben innerhalb vom Haus. Ich habe jetzt noch etwa 10 Jahre vor mir. Ich darf oder muss oder was auch immer. Ihre Einschätzung jetzt, was mache ich in den nächsten 10 Jahren? Ich sehe es überhaupt nicht so negativ. Ich sehe einfach nur, dass durch diese Umwälzung viele alte Jobs nicht mehr unbedingt notwendig sein werden. Aber es entstehen neue Jobs, und zwar Jobs, von denen wir noch gar nichts wissen. Zum Beispiel, es gibt jetzt bereits Ausschreibungen auf dem Internet für sogenannte Digital Storytellers. Ja? Leute, die mit digitalen Mitteln eine Geschichte erzählen können. Es gibt Leute, die halt Interactive Designs machen für Dinge, die on und offline zusammen funktionieren und so weiter und so fort. Es entstehen ganz neue Arbeitsmöglichkeiten, auch ganz neue Einnahmemöglichkeiten. Ja? Aber das Hauptproblem ist nicht, dass es eine Umwälzung ist, sondern dass wir oft eben diese Veränderungen nicht unbedingt zulassen wollen. Okay. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht mehr 20 ist. Ja? Dass man dann sagt, okay, das ist gefährlich, weil ich muss mich ändern. Ja? Ich glaube, da braucht es auch eine Menge Education. Also Sie stimmen natürlich mit Ihrem Vortrag an und für sich dem Vorredner überhaupt nicht zu. Reglementierung, Gesetze, Kontrolle ist nötig. Im Gegenteil. Ich verstehe die Position sehr gut und ich bin ja auch ein Rechteinhaber. Ja? Mit Büchern und Platten und so weiter. Ich glaube, dass in einer idealen Welt könnten wir das vielleicht durchsetzen. Aber unsere Welt wird immer weniger ideal und unsere Welt wird auch immer vernetzter. Also wir müssen der Tatsache ins Auge schauen, dass wir diese Kontrolle de facto nicht ausüben können. Wir können es immer wieder versuchen, aber wir verbringen so viel Zeit damit, in die falsche Richtung zu rennen, dass wir in die andere Richtung gar nicht mehr gucken können. Barking up the wrong tree, sagt man dazu in Amerika. Wir bellen hier, aber da drüben ist eigentlich die Show. Wenn wir Erlaubnis geben würden, ist es für 98% aller Rechteinhaber die bessere Politik. Für 2%, die vielleicht momentan den Markt kontrollieren, ist es nicht de facto besser, weil sie müssen mehr Platz machen. Ne? Aber ich glaube, wir haben das gleiche Problem nicht nur in Medien, sondern auch bei Energie und bei Öl und bei Klima. Klimaproblemen und so weiter und so fort. Sie haben etwas gesagt, was mich schon ein bisschen stutzig macht, wenn ich in Facebook das Gefühl habe, das passt mir nicht, ich delete es einfach. So einfach ist das nicht. Ich denke, das haben Sie auch schon erfahren. Also vor anderthalb Jahren gab es mal einen Tag, wo Facebook gesagt hat, okay, wir ändern unseren Terms of Use, also unsere User-Definition. Und dann haben in einem Tage 13 Millionen Leute gesagt, wenn Facebook das tut, wir geben euch 24 Stunden, das zu widerrufen. Ja, es gab einen Riesenaufwand. Ja. Und tatsächlich war es so, dass schon über 10 Millionen Leute weg waren von Facebook. Facebook hat 13 Stunden später gesagt, oh, das tut uns unheimlich leid, wir gehen wieder zurück hier, ja, weil
das ist ein Exodus. Ja? Und es ist ganz sicherlich so, dass natürlich da auch ein Gruppeneffekt und ein Zwang ist. Ja? Aber im Endeffekt haben wir viel mehr Kontrolle über Facebook als über UBS. Ja klar, aber die Kontrolle an und für sich muss ich mir schon selber auferlegen. Also ich muss mir vom ersten Moment an sehr gut überlegen, wie viel von mir gebe ich preis. Das ist das, was wir durch Technologie bekommen. Wir bekommen durch Technologie Power, wir bekommen Macht. Diese Macht können wir genau wie Atombomben, wir können sie dafür nutzen oder dafür nutzen. Wir können sie zur Selbstzerstörung nutzen. Wir sind aufgerufen, auch diese Macht wirklich zu realisieren, ja? Und auch dementsprechend zu handeln. Und da passieren Fehler. Und ja, also 50 Billionen vernetzte Dinge, da kann ich mich doch darauf freuen, dass ich meine eine Fernbedienung irgendwann kriege. Wahrscheinlich. Liebe Gäste, letzte Fragerunde, ja, da vorne. Ihr könnt Fragen auch gerne twittern, wenn ihr nach Hause kommt. G. Leonhard ist mein Twitter-Name. Okay. Ich habe kürzlich von Netflix, einem Manager von Netflix war das, glaube ich, gelesen, dass das Problem in der Filmindustrie mit der Piraterie hochgepauscht wird. Also die Leute werden zukünftig zahlen für einen einfachen Download, und weil sie auch gute Qualität haben wollen. Und das kriegen sie eben bei Netflix. Und das Downloaden auf illegalen Sites, das ist nicht immer so einfach. Und deshalb denke ich auch, wird das zukünftig wird für guten Content zukünftig bezahlt werden. Ich glaube, also einfacher Access und guter Content, ja. Das war jetzt ein Kommentar. Oder hast du eine Frage noch? Nein, wie sehen Sie das? Ja, also es ist einfach ganz klar, dass wenn der Preis stimmt und der Service ist gut, die Qualität ist gut und alles passt zusammen, dann hat man Käufer. Und das sehen wir auf dem Internet überall. LinkedIn, was ihr bestimmt kennt, ja, 500 Millionen Dollar Einnahmen, nur damit Leute eine Database angehen können. Ja. Also es ist sicherlich so, wenn wir uns fragen, wenn ich jetzt für 2 Franken im Monat das tun könnte, und ich könnte Filme schauen, aber die Qualität wäre nicht so gut. Ich müsste noch ein bisschen was drauflegen, nochmal 5 Franken für HD. Ja? Wie viele Leute würden das nicht tun? Wenn aber der Film 6 Franken kostet und der ist einen Tag später wieder weg, dann gibt es halt 98%, die es nicht tun. Ja? Und wir müssen uns ganz einfach fragen, fragen wir das Unmögliche von unseren Konsumenten oder machen wir es möglich für jeden auch zu konsumieren? Weitere Fragen? Okay, ich denke, okay. Vielen Dank. Dann hören wir hier auf. Herzlichen Dank. Danke.